Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Nabil Al-Sabah. Ich grüße Sie alle ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe von Bitkom AI Research Network. Insbesondere begrüße ich unsere Referenten, Frau Professor Dr. Ute Schmidt. Sie ist Professorin für angewandte Informatik, insbesondere für kognitive Systeme an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. In ihrem Forschungsgebiet beschäftigt sie sich mit der Entwicklung von KI-Systemen, die auf kognitiven Prinzipien basieren. Das bedeutet zum einen, dass man so Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie, aus den Kognitionswissenschaften als Anregung zur Entwicklung von KI-Systemen nimmt. Zum anderen entwickelt man Modelle von kognitiven Systemen, die auch bei der Entwicklung von Mensch-Maschine-Interaktion dienen können. Und ein besonderes Forschungsfeld von Frau Schmidt ist die Entwicklung von sogenannten Whitebox-Ansätzen des maschinellen Lernens. Also sprich, das sind so Ansätze, wo man erklärbare KI, explainable AI hat. Und das ist natürlich ein Thema, was für viele Experten in den Mitgliedsunternehmen sehr wichtig ist. Also wir beschäftigen uns auch im Bitkom mit dem Thema. Die erste Folge überhaupt von dieser Reihe Bitkom AI Research Network war mit Professor Marco Huber aus Stuttgart und es war eben zu dem Thema Explainable AI. Und wir haben natürlich einen großen Leitfaden zu dem Thema gemacht mit konkreten Anwendungsfällen zu der Nachvollziehbarkeit von KI-Algorithmen. Es freut mich sehr, dass wir heute noch mehr über das Thema lernen werden und auch neue Erkenntnisse gewinnen werden. Nachdem wir den Termin vereinbart haben, nachdem ich die Einladung verschickt habe, habe ich gelernt, dass heute in Berlin ein Feiertag ist. Ich bitte um Nachsicht, dass wir, falls jemand in Berlin ist, dass wir quasi den Vortrag für heute angesetzt haben. Aber wir haben so viele Anmeldungen bekommen, wir haben so 200 Anmeldungen bekommen und dann dachte ich, okay, dann belassen wir das bei diesem Freitag. Ute, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und bin vor allem auch gespannt. Ich glaube, wir haben danach noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich bin sehr gespannt, sozusagen, was es an Meinungen und Fragen zum Thema gibt. Ich stelle hier jetzt auf Präsentationsmodus und lege los. Ich rede etwa 40 Minuten, 40, 45 Minuten und falls ich zu lange rede, bitte ich darum, dass ich zurechtgewiesen werde. Ja, okay. Thema des Vortrags soll sein, die dritte Welle der KI vom rein datengetriebenen Blackbox-Lernen zu interaktiven und erklärbaren Ansätzen. Jetzt ist es bei so Vorträgen immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wer wie viel Hintergrund hat. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht manche von Ihnen vielleicht langweile, weil Sie ohnehin Machine Learning-Experten sind. Ich bemühe mich, dass für jeden möglichst was dabei ist, egal ob der Hintergrund im Bereich KI ist oder nicht. Ich lege mal los. Ich denke, die meisten von Ihnen haben mitgekriegt, dass die letzten Jahre Machine Learning fast als Synonym für künstliche Intelligenz benutzt wurde. Und eigentlich wird, wenn man heute sagt, KI-System, meistens gemeint, dass man sehr datenintensive End-to-End-Learning-Ansätze hat. Also am bekanntesten sicher CNNs, Convolution Neural Networks, wo man sagt, Bilddaten rein, Klassifikation raus, mit der Hoffnung, dass man eben keine Vorverarbeitung mehr benötigt. Aber ich komme darauf nachher zurück. Aber maschinelles Lernen ist eine echte Teilmenge von KI und nicht gleichzusetzen. Ich zitiere hier einen Autor eines Lehrbuchs der KI aus den 90ern. Und ich finde, der hat es sehr gut getroffen. Wenn wir jemals behaupten wollen, dass wir eine künstliche Intelligenz erschaffen, müssen wir Fragen der
Verarbeitung natürlicher Sprache, des automatischen Schlussfolgerns und des maschinellen Lernens klären, ansprechen, betrachten. Und nicht nur Machine Learning, obwohl es natürlich durchaus spannend ist zu sehen, wie weit man aktuell mit solchen rein datengetriebenen Ansätzen kommt. KI ist auch nicht, das wissen Sie auch, eine Erfindung irgendeiner PR-Abteilung des Silicon Valley von vor ein paar Jahren, sondern das gibt es schon sehr lange. Nämlich man kann es sogar genau datieren, mit einer ersten Konferenz, die 1956 unter dem Namen Artificial Intelligence stattfand. Machine Learning gab es übrigens seit dieser Zeit. Ich zeige Ihnen da nachher noch einen kurzen Zeitstrahl. Auch künstliche neuronale Netze gibt es mindestens seit dieser Zeit, erste Ideen sogar schon vorher. Und der Big Bang des Deep Learning, den kann man ungefähr auf 2008 adressieren, als es eben mit den CNNs und entsprechenden Erfolgen bei ImageNet Competitions losging. Ja, aber wie gesagt, Machine Learning ist jetzt nichts, was ganz neu ist. Seit Anfang der KI-Forschung wurde auch Machine Learning betrieben. Tatsächlich ist wohl das erste dokumentierte Programm, das lernt, ein Programm, das lernte, Dame zu spielen. Das wurde schon 1952 bei IBM entwickelt. IBM war ja schon häufig sehr erfolgreich, wenn es um KI bei Spielen ging. Ich erinnere an das Schachprogramm Deep Blue, was Kasparov besiegte. Da war allerdings kein Machine Learning drin. Da war die Intelligenz vor allem in einer neu designten, sehr klug und intelligent gemachten heuristischen Funktion. Hier links sehen Sie aber Samuel mit seinem Dame-Computer. Auf der rechten Seite sehen Sie die Hand von Donald Mickey, einem anderen Pionier des Machine Learning, der 1963 das sogenannte Manus-System entwickelt hat. Das war ein erstes Reinforcement-Learning-System für Tic-Tac-Toe. Sie wissen, dass in AlphaGo Deep Reinforcement Learning als eine Technologie steckt. Sie sehen also, das ist nicht so brandneu. Die Grundideen gibt es schon ganz schön lange. Und dann gibt es Bereiche, die tatsächlich eher Richtung Lernen komplexer, verbalisierter, erklärbarer Wissensstrukturen gehen. Bereits in den 80er Jahren Explanation-Based Learning. Oder worauf ich nachher noch mal kurz zu sprechen komme, Inductive Logic Programming als ein Ansatz des Machine Learning, bei dem man Lernen und Logik, Lernen und Reasoning in einem Framework kombinieren kann. Ja, Sie wissen vermutlich, dass die Informatik als Disziplin ja zwei Wurzeln hat. Auf der einen Seite die Mathematik, auf der anderen Seite die E-Technik, die Elektrotechnik. Das sieht man auch heute noch daran, in welchen Fakultäten oder Fachbereichen die Informatik angesiedelt ist. In manchen Universitäten ist die Informatik immer im gleichen Fachbereich wie die Mathematik, in anderen ist die Informatik bei Ingenieurswissenschaften. Auch maschinelles Lernen hat zwei Wurzeln. Das kommt unter dem Stichwort, unter dem Label Mustererkennung tatsächlich auch aus dem Engineering, aus der Signalverarbeitung und hieß dort ganz lange immer Pattern Recognition. Und nie Machine Learning. Der Begriff Machine Learning, der kommt tatsächlich aus der KI-geprägten Forschung zum maschinellen Lernen, die ich Ihnen gerade in Ihren Anfängen kurz gezeigt habe mit ein paar prominenten Beispielen. Und diese beiden Ströme, Stränge, haben natürlich gerade im Bereich statistisches maschinelles Lernen auch durchaus Gemeinsamkeiten. Und heute treffen sich die beiden Strömungen natürlich auf der NeurIPS wieder, früher NIPS oder wo davor eigentlich vor allem nur neuronale Netze und eher statistische Verfahren waren, während auf der ICML
eher die KI-geprägte Machine Learning-Forschung zu Hause war. Viele von Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, dass es schon mal einen kleineren Hype, nicht mit dem jetzigen vergleichbar, gab zu Machine Learning, nämlich als das Stichwort Big Data das erste Mal aufkam und Data Mining als vielversprechende Richtung ja ins Leben gerufen wurde. Hier war vor allem die Datenbankforschung als Anwendungsbereich für Machine Learning im Mittelpunkt. Ja, das zu den zwei Wurzeln. Ich gebe eine ganz kurze Definition, was Machine Learning überhaupt im Allgemeinen ist, und greife da zurück auf Tom Mitchell, der das erste Lehrbuch zu Machine Learning geschrieben hat. Das gab es also vor Bishop, was ja Pattern Recognition und Machine Learning heißt, und auch natürlich vor dem Goodfellow-Lehrbuch zu Deep Learning. Also Tom Mitchell 1997, ein Computerprogramm lernt aus Erfahrung E, bezogen auf eine Aufgabenklasse T und ein Performanzmaß P, wenn die Performance bezüglich Aufgaben in T gemessen mit P, mit Erfahrung E sich verbessert. Ja, da steckt eigentlich alles drin, nicht nur eigentlich, was Machine Learning ausmacht, sondern auch, was menschliches Lernen ausmacht. Und Sie können sich hier jetzt verschiedene Möglichkeiten überlegen, was man im Rahmen dieser Definition da alles adressieren kann. Die Erfahrungen sind ja typischerweise Trainingsdaten. Sehr oft sind es klassisch im Machine Learning für viele Ansätze Merkmalsvektoren, wo ich eben metrische, aber auch kategoriale Daten repräsentiere und eben Informationen aus einem bestimmten Bereich, etwa Patientendaten, als solchen Merkmalsvektoren abbilde. Sie wissen aber sicher auch, dass man eben als Input auch Bitmaps nehmen kann, Spielzüge, andere Arten von Beobachtungen. Die Aufgaben, die Tasks T, können ebenfalls sehr vielfältig sein, gegeben demografische Daten und Vorerkrankungen, die Vorhersage des Risikos, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, eine Katze in einer Bitmap zu erkennen, möglichst oft den Schach zu gewinnen, Ereignisse vorherzusagen. Performance ist üblicherweise mit einer Loss-Funktion gemessen. Accuracy sagt man auch. Sie kennen vielleicht das F1-Measure oder die Area Under Curve und andere Varianten, um den Generalisierungsfehler abzuschätzen. Zunehmend wird aber zurückgegriffen auf eine Forderung, die der vorher erwähnte Donald Mickey in den 80ern gemacht hat, der nämlich sagte, Machine Learning-Methoden dürfen nie ausschließlich am Generalisierungsfehler, also an ihrer Predictive Performance gemessen werden, sondern sie müssen immer auch operational effective sein. Heißt, sie müssen das, was sie gelernt haben, man spricht da häufig von Modell, früher nannte man es eher Hypothese, das, was sie gelernt haben, müssen sie so darstellen können, dass Menschen das verstehen und effizient nutzen können. Und genau dieses Thema, die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Erklärbarkeit, wird aktuell wieder zunehmend diskutiert. Es gibt verschiedene Arten des maschinellen Lernens. Wenn man es sehr grob klassifiziert, kann man unterscheiden das überwachte Lernen, das unüberwachte und eher Policy-Strategie-Lernverfahren wie Reinforcement Learning und Inductive Programming. Wir fokussieren jetzt heute in diesem Vortrag auf die Supervised-Verfahren. Da habe ich vorklassifizierte Trainingsbeispiele. Und Lernen heißt eigentlich nichts anderes als Funktionsapproximation. Ich möchte möglichst gut eine Abbildung F lernen von Daten, von Trainingsbeispielen, von Beobachtungen zu einer Klassifikationsentscheidung. Ja,
Wenn man das so in der Vorlesung Machine Learning, wo natürlich derzeit bei mir wahnsinnig viele Studierende teilnehmen, wenn man dann zu dem Punkt kommt und sagt, Lernen ist eigentlich nur Funktionsapproximation, dann verliert Machine Learning häufig so ein bisschen den Appeal. Dann ist es nicht mehr ja so rätselhaft und spannend, sondern dann wird es eben was sehr Nüchternes, statistisch-mathematisches im Prinzip. Was wir hier sehen, ist aber auch, dass wir eben, wenn wir so eine Funktionsapproximation über Lernen entwickeln, dass wir hier induktiv generalisieren. Wir haben also für diese Menge X ausgewählte Beispiele, die sind bereits vorklassifiziert. Also da wissen wir den Y-Wert und dann generalisieren wir von dieser betrachteten Teilmenge auf alle Daten. Ja, zum Beispiel eben, dass wenn Sie lernen, das hier sind Merkmale für eine bestimmte Krankheit. Nehmen wir mal an, ein Leberfleck dieser Art, ein entsprechendes Bild. Das hier ist Hautkrebs, ja oder nein, oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dann lernen Sie das, sagen wir mal, an 100.000 oder je nach Lernverfahren noch mehr vorklassifizierten Daten. Und die Herausforderung ist dann, dass Sie, wenn der Klassifikator gelernt ist, für eine neue Aufnahme, für einen neuen Leberfleck entscheiden, den Sie noch nie gesehen haben, ist das Hautkrebs ja oder nein. Und ich denke, da ist Ihnen auch klar, Sie haben vielleicht auch schon mal Aufsätze von Gerd Gigerenzer, dem Psychologen, gelesen, der sich sehr viel mit solchem statistischen Reasoning bei Menschen beschäftigt. Ich denke, es ist Ihnen auch klar, dass selbst wenn man nur ein Promille Fehler hat, dass man dann eben trotzdem immer noch bei einem Promille bei jedem tausendsten Beispiel entweder fälschlicherweise sagt, oh, das ist Hautkrebs, oder aber auch Hautkrebs übersieht. Ne? Also Lernen ohne Fehler gibt es nicht. Wobei natürlich, wenn man jetzt klassische Softwareentwicklung anguckt, ist es da auch so, dass wenn ich Software einer bestimmten Komplexität entwickle, natürlich auch nicht mehr in jedem Fall insgesamt Korrektheit gewährleisten kann. Ich mache sorgfältige Tests mit verschiedenen ausgefeilten Methoden, aber bei sehr komplexen Systemen kann man Korrektheit im Ganzen einfach nicht mehr beurteilen. Und bei Machine Learning ist der Fehler sozusagen schon eingebaut, weil ich induktiv generalisiere. Ja, ich habe schon gesagt, leider wird ja die letzten Jahre KI als Synonym für Lernen verwendet. Zum Teil erlebt man aber auch noch mehr Begriffsverwirrungen, gerade wenn man sich manchmal Talkshows anguckt, wo Politikerinnen, Politiker und so weiter über KI reden. Da geht zum Teil sogar Digitalisierung und KI durcheinander begrifflich. Ich denke, hier alle, die jetzt bei Bitkom zuhören, wissen das sicher, aber ich sage es trotzdem noch mal ganz kurz. Digitalisierung meint die Umwandlung von analoger Information in digitale Formate. Das heißt, Digitalisierung hilft uns in der Informatik, dass wir Information mit Computerprogrammen verarbeiten können. Datenintensive KI, wie zum Beispiel Deep Learning, profitiert von der Digitalisierung natürlich. Umgekehrt kann KI etwa im Bereich Optical Character Recognition auch die Digitalisierung unterstützen. Big Data ist auch nicht das gleiche wie KI. Machine Learning, vielleicht auch andere Bereiche der wissensbasierten KI können hilfreiche Methoden für die Analyse großer Datenmengen liefern. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, wie so häufig im Leben, hilft mehr nicht immer mehr. Ja, viele Daten bedeuten nicht immer bessere Ergebnisse. Wichtig im Bereich KI im Gegensatz zu einer rein datengetriebenen Mustererkennung ist, dass wir dort eigentlich auf die Nutzung der passenden Daten fokussieren
Und Sie kennen das vielleicht, Sie haben vielleicht schon mal mit ein paar Deep Learning-Anwendungen, Architekturen rumgespielt, haben dann vielleicht keine so tolle Predictive Accuracy hingekriegt. Und meistens ist es ein bisschen flapsig gesagt so, okay, End-to-End-Learning heißt Hirn aus, Daten rein, Geld hinten raus, also Unternehmensstrategie oder Automatisierung. Oh, es klappt ja gar nicht so gut. Was machen wir denn jetzt? Naja, noch mehr Daten rein. Aber ich glaube, am Nachdenken und am Beschäftigen mit einer Problemdomäne führt leider nie ein Weg vorbei, wenn man ordentlich KI betreiben will, sei es Machine Learning oder andere Bereiche. Genau, den nächsten Punkt, Machine Learning, Mustererkennung, haben wir schon kurz besprochen. Da kann ich drüber weggehen. Ein anderer aktueller Begriff ist Data Science als Interdisziplin aus Statistik, Datenbanken, Information Retrieval und maschinellem Lernen. Sie sehen, da liefert Machine Learning eben einen Teil der Methodik. Und Robotik, da möchte ich auch noch mal hinweisen, ist überwiegend gar nicht KI-Forschung, sondern Maschinenbau. Aber natürlich gibt es Bereiche kognitive Robotik und Mensch-Roboter-Interaktion, wo man eben tatsächlich KI betreibt, wo es darum geht, tatsächlich das, was an natürlicher Intelligenz benötigt wird, um funktionierende Interaktionen zwischen Menschen etwa zu erreichen, dass man probiert, Teile davon auf Roboter nachzubilden. Ja, ich bin vom Hintergrund her ja studierte Psychologin und studierte Informatikerin und ich habe das keinen Tag bereut, dass ich in beiden Fächern tatsächlich ein Diplom mit zwei Diplomarbeiten auch gemacht habe, an der TU Berlin studiert und beide Abschlüsse gemacht. Ja, ich bereue es keinen Tag, weil ich stehe immer wieder vor Ehrfurcht da, wie menschliches Lernen funktioniert und was wir jedenfalls im Allgemeinen mit Machine Learning nicht hinkriegen bislang. Menschen lernen manche Konzepte aus sehr wenigen Beispielen. Sie kennen das, wenn Sie mit Kindern schon zu tun haben, dass Kinder in einer bestimmten Phase der Sprachentwicklung übergeneralisieren. Die sagen dann zum Beispiel gegankt statt gegangen. Wenn die Kinder das tun, können sie sich freuen, denn dann funktioniert der Generalisierungs- und Regularitätenerkennungsapparat, die Maschine im Gehirn super. Wichtig ist, dass es irgendwann natürlich aufhört und auch die Ausnahmen gelernt und erkannt werden. Aber erstmal zeigt uns das, unser menschlicher Geist ist eine greedy Muster erkennen und Generalisierungsmaschine. Ich zeige Ihnen auf dieser Folie hier ein Beispiel von einem der bekanntesten Kognitionswissenschaftler, Josh Tennenbaum vom MIT. Wenn Sie hier unten, ich hoffe, Sie können es halbwegs gut erkennen, diese kleinen Bilder sehen, könnten Sie sich vorstellen, dass Tiefseeforscher neue Arten entdeckt haben. Hier gibt es jetzt Abbildungen davon und für die gibt es noch keinen Namen. Und nun nennen Wissenschaftler die drei rot umkästelten hier Tuffer. Ja, jetzt sehen wir uns ja leider nicht wirklich, aber ich vermute mal, wenn ich links oben auf das Bild zeige, würden alle zustimmen, dass das auch ein Tuffer ist. Und es würden auch alle zustimmen, dass das darunter kein Tuffer ist, aber auch das darunter kein Tuffer und auch das rechts neben dem Äußeren in der oberen Zeile kein Tuffer. Ja, Sie haben jetzt aus drei Beispielen ein hochkomplexes Klassifikationsproblem gelernt. Natürlich haben wir über viele Jahre Feature Extraction gelernt und können hier jetzt auf viele Dinge, die wir schon gelernt haben, zugreifen. Aber dennoch bleibt bestehen, dass wir diese hochkomplexen Muster aus drei Beispielen lernen können. Und ich behaupte, dass aktuelle Ansätze des Transfer Learnings etwa für CNNs das nicht hinkriegen würden.
Ja, diese Folie, ich entschuldige mich für die sehr kleine Schrift. Ich rede da kurz drüber und dann müssen Sie auch nicht alle Details lesen. Was ich Ihnen hier nur kurz zeigen wollte, ist der Zeitstrahl des Machine Learning. Sie sehen, dass eigentlich am Anfang Ansätze wie das Perzeptron standen und die von mir vorher genannten Spielansätze, die hatte ich Ihnen ja schon gezeigt. Minsky hat 1969 ein Buch geschrieben, Perceptrons, wo er argumentiert hat, dass Perceptrons ja das XOR-Problem nicht lernen können, weil Perceptrons eben eigentlich logistische Regressionen sind, also lineare Klassifikationen nur lernen können. Und damit wurde diesem Forschungsbereich ein bisschen die Grundlage entzogen. In der Forschung ist es ja oft so, wenn dann die Drittmittel nicht kommen, dann können auch nur noch wenige Personen in dem Bereich intensiv weiterforschen. Also wir an der Uni und in anderen Forschungsinstituten sind massiv davon abhängig, dass unsere Bereiche auch Drittmittel erhalten. Und da brach das so ein bisschen ein und zeitgleich war hier symbolische KI, regelbasierte, wissensbasierte Ansätze im Fokus und die neuronale Netzwerkforschung gab es natürlich weiterhin, aber die war nicht so sehr beachtet. Es wurden dann symbolische Lernverfahren wie Entscheidungsbäume, später Random Forest betrachtet und vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch, dass vor dem großen Deep Learning Hype im Machine Learning doch mal ein Hype war im Bereich Support Vector Machines, wo wir in Deutschland etwa mit den Arbeiten von Schölkopf in Tübingen doch international ganz groß mit dabei sind. Genauso wie Sie alle wissen, wie im Bereich Deep Learning, wo wichtige Grundlagenarbeiten von Hochreiter und Schmidhuber gemacht wurden. Ja, leider sehe ich Sie nicht. Deswegen weiß ich einfach nicht, was genau Ihr Hintergrund ist und hoffe, dass ich jetzt hier niemanden langweile. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist das klassische Perzeptron, wo Sie über einen Merkmalsvektor von Eingaben die gewichtete Summe bilden. Und wenn die über einem bestimmten Schwellwert liegt, würden Sie sagen, ja, das ist eine Katze von mir aus oder das ist eine bestimmte Krankheit oder das ist eine vielversprechende Marketingaktion oder nein, es ist es eben nicht. Sie sehen, so ein Perzeptron löst im Prinzip ein Zweiklassenproblem und kann erstmal auch nicht mehr leisten. Was mich sehr ärgert, ist, dass wenn man heute so Pop-Talks zu KI hört, es gibt ja viele so selbsterklärte KI-Experten, die aber noch nie im Leben auf einer KI-Tagung oder in einem KI-Journal publiziert haben, die erklären gerne ein Perzeptron und sagen dann, und so funktioniert Machine Learning oder und so funktioniert Deep Learning. Das ist natürlich Humbug, ja. Denn so ein Perzeptron ist wirklich eine einfache Regression, ja. Das kann nur lineare Trennebenen lernen. Es steckt dann wieder in Support Vector Machines als Idee mit drin, aber in Support Vector Machines stecken eben viele andere weitere wichtige mathematische Konzepte, die Support Vector Machines um vieles mächtiger machen als so ein Perzeptron. Und wenn Sie hier unten ein Beispiel für ein tiefes Netz sehen, ist Ihnen, denke ich, auch klar, dass wenn man versteht, wie eine logistische Regression funktioniert, man noch nicht wirklich verstanden hat, wie ein tiefes Netzwerk, wie etwa das unten abgebildete, funktioniert. Also da bitte etwas vorsichtig sein. Links sehen Sie ein Beispiel für ein klassisches Whitebox-Lernverfahren, ein symbolisches Lernverfahren, einen Entscheidungsbaum, wo Sie eben diese Merkmale, die hier beim Perzeptron mit X1 bis Xn bezeichnet sind, wo die hier benannt sind in den Knoten, wo die verschiedenen Werte zu Verzweigungen führen, während ich hier drüben beim Perzeptron reelle Werte habe. Und wo ich in den
Blättern dann meine Klassen habe. Mit solchen Entscheidungsbäumen kann man ganz locker das XOR-Problem lösen, ja, und man kann auch ganz locker mehr Klassenprobleme lösen. Und das war praktisch auch etwas, was Minsky in dem 69er-Buch als Argumente benutzen konnte. Okay. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Ich muss mich ein bisschen sputen zum Thema Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Wir alle wissen und erleben es über die letzten Jahre, dass wir einen Hype im Bereich Machine Learning, Deep Learning haben und dass wir natürlich nach so coolen Erfolgen wie das Bild einer Katze aus einer Bitmap erkannt wird oder wie gut Gesichtserkennung funktioniert oder wenn sie an so spektakuläre Sachen wie Deep Dream, Deep Fake und oder AlphaGo und so weiter denken, dann denken wir, boah, ne? Also alles ist lösbar mit solchen Deep Learning Ansätzen in allen möglichen Bereichen von Recommendation Engines über autonomes Fahren, über Advertising und so weiter, ja. Wenn man es dann wirklich anwendet, merkt man aber, dass einem doch einiges fehlt. Darauf komme ich dann in der nächsten Folie. Hier habe ich eine Folie mit leider sehr schlechter Bildqualität dazwischen geschaltet. Die habe ich von den Webseiten der DARPA übernommen. Denn es war tatsächlich die DARPA in den USA, die Ende 1916 Explainable AI als dritte Welle der KI prominent gemacht hat unter diesem Namen XAI, Explainable AI. Die DARPA hat, ich habe unten den Link angegeben, wo Sie das auch selber nachvollziehen können, gesagt, die erste Welle war eben wissensbasierte Verfahren, die Scribe. Wir modellieren Wissen, wir haben mächtige Inferenzmechanismen, logikbasierte Mechanismen und Erweiterungen, probabilistische Ansätze und so weiter, aber die basieren auf handcrafted knowledge. Dann kam die große Welle des Statistical Machine Learning, mit dem Fokus zunehmend immer mehr auf datenintensiven, datengetriebenen Verfahren. Und je mehr wir Richtung Anwendungen gehen, desto mehr merken wir, wir brauchen Explanations. Wir brauchen in vielen Bereichen nämlich keinen reinen autonomen Classifier, kein KI-System, kein Machine Learning-System, das unhinterfragt entscheidet, das ist Hautkrebs, ja oder nein, das da vorn ist ein Stoppschild, ja oder nein, sondern wir brauchen eben Ansätze, wo wir den Human in the Loop holen können. Dann müssen wir Entscheidungen nachvollziehbar machen und contextual adaptation erlauben. Also wir müssen den Menschen und sein Wissen in den Lernprozess mit einbeziehen. So, warum? Gerade tiefe neuronale Netze sind im Gegensatz zu den symbolischen Ansätzen des Machine Learnings oder auch klassisch wissensbasierten Ansätzen Blackboxes. Es gibt generell kein biasfreies Lernen. Man kann nur generalisieren, wenn man bestimmte Vorannahmen hat über seinen Gegenstandsbereich. Das heißt, egal wie gut wir werden, in jedem Lernverfahren steckt ein sogenannter Inductive Bias, ohne den wäre Lernen gar nicht möglich. Und der ist häufig gar nicht so leicht zu fassen. Was aktuell, denke ich, schon mehr Leuten auch bekannt ist, ist, dass Sampling Biases nicht zu vermeiden sind. Sie erinnern sich sicher an den Skandal, Google hat einen rassistischen Algorithmus als ein Bild von zwei dunkelhäutigen Menschen mit Gorillas gelabelt wurde, was natürlich nicht irgendwelche rassistischen Programmierer bei Google gemacht haben, sondern was eben ein Beleg für so einen Sampling Bias oder ein Effekt von so einem Sampling Bias war, der überhaupt nicht beabsichtigt war, nämlich eine Diskriminierung aufgrund selektiver Datenlage. In der Menge
der Bilder, aus denen der Klassifikator gelernt hatte, gab es eben Menschen mit heller Haut, Menschen mit dunkler Haut und Tiere verschiedener Art. Und in dem Bereich, wo eben Gesichter mit dunkler Hautfarbe waren, landen eben dann auch die Gorillas. Und entsprechend hätte einem da vorher klar sein müssen, dass man in das Sample viel mehr Gesichter von dunkelhäutigen Menschen aufnehmen muss, um so ein Sampling Bias zu vermeiden. Ich habe schon argumentiert, dass Gelerntes nie korrekt sein kann. Wenn Sie jetzt an Machine Learning Systeme Anforderungen stellen, dann möchten Sie natürlich einen geringen Generalisierungsfehler haben. Insbesondere möchten Sie False Alarms niedrig halten. Das kennen Sie alle aus dem Bereich Automatisierung. Wenn man zu häufig einen False Alarm kriegt, wird man dem System nicht mehr trauen und es in Zukunft ignorieren. Transparenz möchte man haben, etwa gerade im Bereich Automotive. Da habe ich aktuell eine Doktorandin extern, die bei Continental im AI Lab arbeitet, genau zu diesem ja wirklich wichtigen Thema. Wie mache ich Sicherheitsbeurteilungen bei autonomen Systemen wie selbstfahrenden Autos? Aber wichtig ist eben auch, dass wir Systementscheidungen nachvollziehen können, um ihnen vertrauen zu können. Denken Sie mal an so sicherheitskritische Bereiche wie medizinische Diagnostik als anderes Beispiel neben autonomem Fahren oder auch im Bereich Industrie 4.0, Predictive Maintenance etwa. Das sind alles Dinge, wo wir Nachvollziehbarkeit haben müssen. So wird zunehmend erkannt, dass kooperatives Lernen nicht nur hilft, Fehlklassifikationen durch Menschen erkennen zu lassen und über menschliches Feedback dann hoffentlich zu reduzieren, sondern kooperatives Lernen hält auch den Menschen in der Loop und schützt vor Kompetenzverlust. Ich weiß nicht, ob sich einige von Ihnen an den Film Wall-E erinnern, wo so die Menschen einfach nur noch dick und doof da rumsitzen und von hochintelligenten Robotern gepflegt und umsorgt werden. Ich denke, das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja nicht die Kontrolle und die Kompetenz an KI-Systeme abgeben, sondern wir wollen in der Kooperation mit KI-Systemen unsere Kompetenzen erweitern. Ja? Okay. Hier nochmal ein Punkt zu dem häufig vertretenen Argument, was Sie hier in der Abbildung sehen, dass es einen Trade-off gäbe angeblich zwischen Accuracy, also der prädiktiven Performance eines gelernten Systems, und der Interpretierbarkeit. Und da sehen Sie eben das ist eine ganz typische Abbildung, da finden Sie viele im Netz. Neuronale Netze sind hochakkurat, dafür aber nicht interpretierbar, während etwa Entscheidungsbäume gar nicht akkurat sind, dafür aber interpretierbar. Da möchte ich Ihnen empfehlen, einen Aufsatz von Cynthia Rudin, Stop Explaining Blackbox Machine Learning Models and Use Interpretable Model Instead. Die zeigt, dass in vielen Bereichen das einfach nicht haltbar ist als Behauptung, als These. Es gibt durchaus Bereiche, wo interpretierbare Ansätze eine relativ hohe Accuracy erzielen können. Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich springe über ein paar Folien jetzt flüchtiger hinweg, dass wir noch gut zum Ende kommen, halbwegs pünktlich. Die meisten von Ihnen kennen vermutlich diese Abbildung ohnehin. Es gab bei Bitkom ja schon mal eine E-Lecture speziell zum Thema erklärbares Machine Learning. Aktuell, so eine Blackbox-Classifier kann halt nichts erklären. Und was wir doch eigentlich gern wissen wollen würden, wäre, warum sagst du denn, das ist eine Katze? Und da gibt es Dinge, die sind sehr gut visuell erklärbar und gar nicht so gut sprachlich beschreibbar wie die Ohrenform. Und es gibt Dinge, die kann ich sehr gut verbal erklären, wie das ist eine Katze, weil was ich da sehe, hat Fell, Schnurrhaare und Klauen und außerdem Ohren in folgender Form.
IBM hat ganz neu letztes Jahr im Sommer ein Explainability 360 Toolkit publiziert. Auf das weise ich hier nur kurz hin und spring weiter. Generell, das hier ist jetzt meine eigene Klassifikation, kann man erklärbare Machine Learning Ansätze danach unterscheiden, ob sie von vornherein interpretierbar sind, wie eben Decision Trees oder was ich viel mache, Inductive Logic Programming, oder ob es sich um Post-hoc-Erklärungen handelt. Ich habe Ihnen an dem Beispiel der Katze gerade auch schon gezeigt, dass Erklärungen verbal sein können oder auch visuell. Viele, viele Ansätze, die man aktuell gerade diskutiert im Bereich Explainable Deep Learning, sind eben visuell. Und da möchte ich Ihnen unbedingt noch ein paar Argumente geben, warum das nicht immer alleine nur so nützlich ist oder nur für bestimmte Dinge. Ich kann auch lokal erklären, warum ist genau dieses Bild eine Katze, oder ich kann probieren, mir den gesamten Classifier erklären zu lassen. Das wäre etwa im Bereich, wie erkennst du Fußgänger? Ja, was gibt es jetzt für Eigenschaften, die ich bei einer Sicherheitsbeurteilung etwa beim autonomen Fahren berücksichtigen kann? Da brauche ich solche globalen Erklärungen. Ich kann aber neben sollen verbalen und visuellen Erklärungen auch mit Beispielen erklären, etwa mit kontrastiven Beispielen oder Prototypen. Ich springe über Leim hinweg. Das hatten wir in dem anderen Vortrag über erklärbare KI und gebe Ihnen kurz ein Argument, warum visuelle Erklärungen zwar nützlich sind, aber oft für den Endanwender nicht reichen. Hier sehen Sie, was das bekannte System LIME, ein anderes System namens CAM und ein System, was in Deutschland entwickelt wird, in Berlin am Heinrich-Hertz-Institut, LRP, Layer-Wise Relevance Propagation, was die eben als visuelle Erklärungen liefern, wenn ich eben sage, was hier in diesem Gesicht spricht für Schmerz im Gegensatz zu Freude. Dann gibt es eben gehighlightet die Dinge, die besonders relevant für Schmerz sind und kontrastiv dann mit Blau praktisch die genau nicht dafür indikativ sind. Solche Visualisierungsverfahren sind unheimlich hilfreich, um zu erkennen, ob der Klassifikator, den ich lerne, overfittet, also ob ich irgendwo ein Sampling Bias drin habe. Das heißt, visuelle Erklärungen sind vor allem für die Entwickler relevant. Wenn Sie jetzt einem Anwender, nehmen wir mal an, Sie sind in einem Altenheim eine Pflegekraft und wollen erkennen, ob eine bestimmte Person dort Schmerz hat oder glücklich ist, zufrieden ist, dann ist Ihnen schon klar, dass man das eher an den Augen absieht als am Kinn, ja? Also sprich für den Endanwender, um zu verstehen, wie sehe ich in dem Gesicht Pain im Kontrast zu Happiness, hilft mir Visualisierung meistens herzlich wenig. Wir selber verfolgen hier Ansätze, wo wir solche Bilddaten kombinieren mit verbalen Erklärungen. Wenn Sie jetzt etwa im Kontext Archäologie, und das hier ist ein gefaktes Beispiel, ja, das stimmt inhaltlich nicht wirklich, das dient jetzt nur zur Veranschaulichung. Wenn wir etwa in der Archäologie Aufnahmen klassifizieren wollen, handelt es sich um Grablegungen aus der Eisenzeit oder aus der Wikingerzeit, dann reicht, würde eben so ein Visualisierungsansatz womöglich highlighten, diese drei Steine, die Sie hier so grob sehen und die beiden Umrandungen. Aber es käme hier drauf an, dass ein kleinerer Kreis von Steinen innerhalb eines größeren liegt und gleichzeitig in der Mitte die Konfiguration aus drei Steinen gleicher Größe besteht. Und solche eher subtilen, komplexen Informationen kann man natürlich durch Visualisierung nicht vermitteln. Räumliche Relationen wie alle Lunker sind auf einem stützenden Teil, wenn man etwa an Gusseisenproduktion denkt, oder alle Lunker sind kleiner als 1 Millimeter,
Oder hier ist kein Lunker, aber ein Haarriss. Das sind Dinge, die kriegen Sie visuell nicht vermittelt. Ja, ich selber arbeite viel zu Mensch-Maschine-Partnerschaften und zeige Ihnen jetzt nur noch einen Bereich, nämlich der Tudell. Wir entwickeln einen Löschassistent für irrelevante digitale Daten in einem DFG-Projekt, was jetzt in die Verlängerung gegangen ist. Dare to Dell. Und da geht es gar nicht, da gibt es gar nicht eine Ground Truth, mit der ich meine Daten vorher labeln kann. Denn das wissen wir alle, das wissen Sie aus Ihrem aus Ihrer täglichen Praxis auch. Wir haben bestimmte Vorlieben, welche Dateien wir gerne behalten wollen. Etwa für einen Vortrag möchte ich nicht nur meine letzte Version behalten, sondern auch die erste und die vorletzte, könnte ja sein als Beispiel. Solche Dinge, sind häufig schwierig, ja generell vorzugeben. Und hier haben wir einen Lernansatz, wo eben am Anfang mit bestimmten Regeln losgelegt wird, die allgemein gelten, etwa in einem Unternehmen, Aufbewahrungsfristen oder auch Verpflichtungen, Daten eben zu löschen. Und dann lernen wir weiter durch Interaktion mit dem Nutzer. So schlägt unser System etwa bestimmte Dateien vor und der Nutzer kann sagen, oh ja, stimmt, das kann man eigentlich mal löschen und das nächste auch. Und beim dritten hier sagt er, ja, warum schlägst du mir denn das zu löschen vor? Was ist denn da deine Regel? Dann haben wir hier unten eine Erklärung und es wird erklärt, das könnte gelöscht werden aus bestimmten Gründen. Und dann kann der Nutzer sagen, ja, stimmt eigentlich, kann man löschen. Man kann sich hier auch immer im Dateisystem versichern. Oder aber er kann sagen, nö, da möchte ich dich korrigieren. Und dann kann der Nutzer nicht nur die Klassifikation hier ändern und sagen, das soll nicht gelöscht werden, das ist nicht irrelevant, sondern eben auch die Erklärung ändern. Damit komme ich zum Ende. Als Takeaway nehmen Sie bitte mit. Viele Anwendungsbereiche haben Anforderungen, die mit rein datengetriebenen Ansätzen des Machine Learning nicht erfüllt werden können. Interpretierbare Ansätze sind weniger datenintensiv und transparent. Die Kombination von Deep Learning mit solchen Ansätzen, das ist genau meine Forschung, die erlaubt eben Klassifikatoren für Bilddaten und gleichzeitig Erklärungen, die Negation, räumliche Relationen und so weiter berücksichtigen. Und ich glaube, die Zukunft muss in wechselseitigen Erklärungen und interaktivem Lernen liegen, sodass wir Expertenwissen in den Lernprozess mit einbeziehen können, datensparsamer werden und fehlerhafte Labelings korrigieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich mache meinen Foliensatz klein.